Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer Woche, die richtig, richtig gut war, zumindest was die Bücher angeht, mit ja, einer Ausnahme, die neben mir liegt. Aber sonst war es eine grandiose Lesewoche mit Büchern, die mich sehr, sehr, sehr in den Bann gezogen haben und auch einem großartigen Film, den ich angeschaut habe. Und ja, auch so war die Woche sehr dunkel, sehr verschneit, sehr kalt, hatte aber dann ein doch sehr zuträgliches Wochenende mit Sonnenschein, zwar Kälte, aber es war unglaublich, wenn man einfach mal wieder die Sonne im Gesicht hat, blauer Himmel und man dann wirklich die Zeit draußen genießen kann. Und ich kann gar nicht zum Ausdruck bringen, wie mir das wirklich jetzt im Herbst, Winter, so seit November fehlt. Dieses tägliche Rausgehen, dieses Sonne tanken und einfach frische Luft und Helligkeit. Und das ist echt was, was mir unglaublich fehlt in der dunklen Jahreszeit. Und ja, ich aber direkt gemerkt habe, wie es mir nach dem sonnigen Winterspaziergang besser ging. Und ja, ich echt sage, das macht echt einen Unterschied. Also zumindest bei mir so als Sonnenkind. Mag sein, dass sich Leute in der Dunkelheit wohlfühlen. Das ist natürlich auch absolut in Ordnung. Aber ich habe wirklich gemerkt, wie ich einfach mal wieder so von innen gestrahlt habe und da ein bisschen Sonne auch auftanken konnte. Und ja, ich hoffe, der Speicher hält die auch ein bisschen was. Ja, ich habe in der Woche 4 Bücher gelesen, wobei eins habe ich schon in der letzten Bücherwoche erzählt, da gab es ja nur noch die Hälfte zu lesen. Von den 4 Büchern habe ich eins abgebrochen und ich glaube, mit dem werden wir auch beginnen. Und ich habe auch eine Blu-ray neben mir liegen. Ja, die zeige ich euch dann auch, was wir in der Woche angeschaut haben. Ja, der Abbruch der Woche war Frag nicht nach Sonnenschein von Sophie Kinsella. Ein Buch, ich weiß gar nicht, ob ich das ertauscht habe, ob es ein Mängelexemplar war. Ich bin da tatsächlich gerade ein bisschen unschlüssig, wo das ursprünglich mal bei mir sich gefunden hat. Aber ja, ein Kinsella, der leider abgebrochen wurde. Dann, ach, großartige Fantasy mit 4 Farben der Magie und auch die Verzauberung von Schatten von V.I. Schwab, Band 1 und Band 2 der Weltenwanderer-Saga. Und ich habe ja in der letzten Bücherwoche schon von der ersten Hälfte geschwärmt und ich kann so viel sagen, ich lese jetzt aktuell auch schon den dritten. Also, ja, eine Reihe, die mir bisher unglaublich gut gefällt. Und dann kam ein Psychothriller, und zwar Die gute Seele von John Maas. Ein Buch, was der kleine John Maas Fanclub wieder gelesen hat in der Besetzung, wo wir auch schon The Passengers gelesen haben. Und ja, ein Psychothriller der ganz, ganz besonderen Art. Und ja, wir starten mit dem Abbruchbuch, halten uns da aber gar nicht so lange auf. Frag nicht nach Sonnenschein von Sophie Kinsella. Ich hatte neben Fantasy und Thriller einfach noch so ein bisschen die Überlegung, was könntest du noch so nebenbei locker Leichtes lesen. Ich bin ja nicht immer unbedingt der größte Fan von zu vielen Büchern parallel. Da ich hier aber einfach zeitgleich in zwei Lesegruppen steckte, zumindest zu Beginn der Woche, bis dann die 4 Farben der Magie abgeschlossen war, habe ich halt damit angefangen. Und ja, ich mochte früher die Bücher von Sophie Kinsella super gerne, egal ob es Sag's nicht weiter Liebling war, ob es Charleston Girl war, habe ich gehört, war großartig. Ob es Kenne ich dich nicht, kennen wir uns nicht, irgendwie so. Also es gab einige Bücher von Sophie Kinsella, die ich toll fand. Was ich nicht so mochte, war die Shopaholic-Reihe. Aber ich dachte, ja, ich probiere es einfach mal wieder mit einem Kinsella. Wir haben hier Katie, die im Grunde auf einer Farm lebt, irgendwann die Chance bekommt, ihren Traumjob in London oder den ergattert hat, jetzt nach London zieht, dort ihre Haare irgendwie verändern möchte, ihren Akzent verbessern möchte, und sie zieht jetzt eben vom ländlichen Somerset in die Großstadt und will da durchstarten. Doch sie hat eine ganz, ganz böse, gemeine, tyrannische Chefin, und das ist ja wirklich eine absolute Katastrophe, wie die sie behandelt, und erinnert so ein bisschen, ich sag mal, wer den Film Der Teufel trägt Prada kennt, der kann sich das im Grunde so ein bisschen vorstellen. Ja, sie hat sich das nicht so vorgestellt und überlegt dann eben wieder zurückzukehren, denn auf der Familienfarm will ihr Vater jetzt sowas wie einen glamourösen Campingplatz machen, und ja, da kehrt sie jetzt eben irgendwie zurück. Und ja, ja, wie ihr merkt, es hat mich nicht wirklich begeistern oder fesseln können. Ich habe, glaube ich, nach knapp 170 Seiten, also ungefähr, abgebrochen. Es konnte mich überhaupt nicht catchen. Ich habe dann auch immer mal so ein bisschen vorgelesen, also weitergelesen, und dachte, pff,
Es war überhaupt nicht die Sophie Kinsella, die ich in Erinnerung habe. Es wirkt langweilig, es wirkt banal, es wirkt an den Haaren herbeigezogen. Auch so der Versuch dieser Liebesgeschichte, ich fand, das wirkt nur aufgesetzt und es wirkte unfassbar konstruiert. Und ich wollte auch Katie, unsere Protagonistin, manchmal einfach nur schütteln. Also mir ist sie so auf den Keks gegangen. Alleine, dass sie, wie sie dann seitenweise irgendwie über ihre Haare spricht und die sind lockig und die gehören nicht nach London und das sehe ich aus wie. Und dann habe ich mich persönlich als Lockenkopf angegriffen gefühlt und gedacht, okay, was gefällt dir denn jetzt an meinen Locken nicht? Und auch dann ihr Akzent und ich meine, darüber lässt sich ja vielleicht noch streiten, aber nee, es war einfach überhaupt nicht meins. Und es war vom Stil auch einfach nicht die Kinsella, die ich früher aus diesen lockeren, leichten, humorvollen Romanen kannte. Ja, das Buch zieht direkt aus und ja, also konnte mich leider gar nicht begeistern. Es lag vielleicht auch daran, dass ich total im Fantasy-Fieber bin, war, wie auch immer, denn ich habe den ersten Band in der Weltenwanderer-Saga beendet und direkt mit dem zweiten Band weitergemacht und den dann auch beendet und ich finde diese Reihe großartig. Ja, es ist Vier Farben der Magie und die Verzauberung von Schatten von V.I. Schwab. Haben wir ja im Leseklub gestartet und ich habe ja auch letzte Woche schon ein bisschen was erzählt, wie gut mir die erste Hälfte gefallen hat. Den Leseklub findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Wir starten am 20. Februar, wenn ich mich nicht irre, mit Nevermore, den Auftakt der Reihe. Und ja, wer da Lust hat, kann da gerne mitlesen. Ich habe die ganze Trilogie mir ja dann direkt geholt. Ich habe ja Band 1 ist ja im Grunde auch schon im Januar eingezogen, eben weil ich dann wusste, wir lesen es im Leseklub und dann direkt Band 2 und 3 und ich bin jetzt in den Anfängen des dritten Teiles und ich bin so froh, dass ich das alles so in einem weglesen kann. Das ist halt wirklich der Vorteil, wenn man Reihen erst für sich entdeckt, wenn die im Grunde mehr oder weniger schon vollständig ist. Wir sind in einer bombastischen Fantasy-Welt, die voller Magie ist und die vier Londons hat. Also es gibt vier Welten und in diesen Welten ist so eine Art Ankerpunkt London, was ja irgendwie sich schon ähnlich ist, aber nicht ganz gleich. Und wir sind hier im Grunde unterwegs, zusammen mit Kel, der ist ein Antari, der eben die Möglichkeit hat, durch diese Welten zu reisen und der uns auch diese Welten dann näher bringt, weil er ja im Grunde so ein bisschen auch schmuggelt. Eigentlich ist er königlicher Botschaftsüberbringer und wird und schmuggelt auch gern mal so was Kleines irgendwie mit und es wird ihm irgendwas in die Hand gedrückt. Und das ist aber ein Artefakt, was ja, wo böse Mächte dahinterher sind und er muss im Grunde jetzt dieses Artefakt vor den Feinden schützen, damit eben die Welt nicht irgendwie durcheinander gerät, das Gleichgewicht von Magie und Nicht-Magie irgendwie zerstört wird und er trifft dort dann eben auch auf die Diebin, auf Layla, eigentlich Delilah Bart und sie ist eine sehr gewitzte Diebin, auch so ein bisschen Badass-mäßig unterwegs. Und mit ihr ja, versucht er dann eben im ersten Teil so ein bisschen dieses Artefakt ja im Grunde aus der Welt zu schaffen, beziehungsweise dahin zu bringen, wo es hingehört. Und ja, das geht natürlich dann im Band 2 auch so ein bisschen weiter. Also es gibt dann etwas Neues. Es ist nicht so, dass diese Reise des Artefakts alle Trilogiebände umfasst, sondern es geht dann im Grunde schon mit was anderem weiter. Und im zweiten Teil, da geht es dann auf Reisen und ach, das fand ich großartig. Ja, aber es gibt vier London. Ich bin ganz himmelig, wenn es darum geht. Es gibt vier London. Wir haben einmal das rote London. Hier ist die Magie mit dem Leben im Gleichgewicht. Es gibt das graue London, was so unserem London entspricht. Denn hier ist die Magie im Grunde komplett abhanden gekommen oder so ziemlich. Es gibt das weiße London. Hier wird die Magie versklavt, kontrolliert und unterdrückt. Und dann haben wir noch das schwarze London und hier ist die Magie eben über allem und hat komplett das Leben aufgesogen, eingesogen und es ja, herrscht im Grunde hier magisches Chaos und ja, super grandios erfunden. Die Idee ist der Hammer und ich bin total geflasht von dieser Reihe. Es ist spannend, es hat tiefgründige Charaktere, es hat mal nicht so eine 0815-Geschichte, es ist packend erzählt und es macht mir unglaublichen Spaß. Wir haben im Grunde immer so ein bisschen einen Perspektivwechsel zwischen Kel und Layla und natürlich gibt es da auch viele Nebencharaktere. Wir haben auch diese Königreiche, wir haben auch die Dialoge mit Königen. Es gibt im zweiten Teil dann auch ein großes Fest, könnte man sagen,
und eben auch so Gruppen an Menschen, die ich super spannend fand. Und wir haben Magie, wir haben ja so Spielereien damit und was ist in welcher Welt denn irgendwie möglich, wie kam es so weit? Und die Autorin hat sich hier wirklich etwas wahnsinnig Innovatives einfallen lassen und bringt es total grandios rüber. Sprachlich gefällt mir diese Reihe wirklich unglaublich gut. Ich bin sehr begeistert von dem Worldbuilding, von den Charakteren, von den Dialogen, von dem Austausch, von wie uns die auch näher gebracht werden, dass wir schon sehr nah rankommen an unsere Charaktere, aber eben nicht ganz so mit ihnen versinken, sondern immer so noch so ein Stück nicht wissen und da so ein bisschen weggehalten werden, was ich super spannend gemacht finde. Es gibt Wendungen, die ich nicht habe kommen sehen. Es gibt Ideen zu diesen Welten und wie die auch den Einfluss auf die jeweiligen Charaktere nimmt. Ich finde das Hammer. Mir macht das wirklich unglaublichen Spaß und frage mich, wie ich an dieser Reihe Jahre vorbeigekommen bin und bin da total eigentlich, ja, frustriert. Wieso ich das nicht schon früher entdeckt habe, aber umso schöner jetzt natürlich, dass ich die Trilogie wegsuchten kann. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob es im Leseclub war oder auf einer Rezension gesehen oder gelesen, dass jemand so ein bisschen gesagt hat, ja, manches erinnert einen doch an dieses Buch und jenes Buch. Und ja, zum Beispiel erinnert mich durchaus Lila auch an Mia Kovere aus Nevernight oder auch an Arya aus Game of Thrones. Ich finde das aber gar nicht schlimm, weil es zwar so einen kurzen Weg dieser Geschichte geht, aber dann eben einen anderen Weg geht. Und das macht es so unfassbar spannend. Und man merkt einfach, dass diese weiblichen Badass-Charaktere vielleicht schon so ein bisschen im Trend sind, dass man eben sagt, die Frau muss nicht immer beschützt werden, sie kann ihren Weg auch alleine gehen, aber wenn sie natürlich Schutz sucht, bekommt sie den durchaus auch. Und auch umgekehrt, sie kann eben jemanden beschützen. Und ich finde es toll, dass wir eben auch mal diese Art der weiblichen Charaktere sozusagen kennenlernen, dass es nicht immer nur das ist, ich warte auf den Prinzen, der mich beschützt, und sondern das, so sind wir Frauen ja durchaus auch in manchen Situationen in unserem Leben, aber eben nicht immer. Und ich mag das unglaublich gerne. Natürlich kann man sagen, ist das jetzt nichts komplett Innovatives, Neues, aber es passt einfach perfekt in diese Geschichte. Und ich liebe Fantasy einfach genauso. Ich mag es, wie uns diese Welt gezeigt wird, wie wir durch diese verschiedenen Londons reisen, welche Ähnlichkeiten es gibt, welche Beispiele dazu dienen, uns das auch ein bisschen näher zu bringen, welche aber auch gebracht werden, um zu zeigen, okay, hier gibt es definitiv Unterschiede und wie tiefgründig die eben manchmal auch sitzen. Und auch so diese königlichen Familien, wie ticken die, wie funktioniert das, welche Rolle spielt auch Kel darin, und ich finde das einfach mega. Mir macht das so, so viel Spaß, und ich habe auch wirklich den zweiten Band weggesuchtet und eingeatmet. Und ich vermute mal jetzt mit dem dritten, der ja nochmal eine Spur dicker ist als Band 1 und 2, ja, wird es mir definitiv ähnlich gehen. Und ich habe da wirklich meine große, große Freude. Und es war eigentlich gar nicht geplant, diese Reihe so zu lesen und wegzusuchten. Das habe ich, glaube ich, auch bei Wayward Pines schon gesagt, dass das ja auch gar nicht geplant war, dass ich die Trilogie in einer Woche wegsuchte. Ich vermute mal, der Plan ist ja jetzt so demnächst dann auch mit Grisha weiterzumachen, was ja auch in diese Fantasy-Welt-Richtung geht. Und da schwärmt ja Becky wirklich sehr, sehr. Und ich vermute mal, dass das die nächste Reihe sein wird, die bei mir inhaliert werden könnte. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ja, auch Nevermore ist ja der Auftakt einer Reihe, also mal sehen, was da das Leseclub-Buch bringt. Geht natürlich eher nochmal in dieses etwas kindlichere Fantasy, aber klingt natürlich auch mega, ne? Also, lauter neue Reihen, und eigentlich wollte ich auch mal Bücher vom Sub lesen, aber theoretisch sind sie ja ganz kurz auf dem Sub, kann man das so sagen? Aber ich meine, zum Ausgleich habe ich ja was vom Sub gelesen. Aber gut, nächste Woche werde ich definitiv berichten, wie der Abschluss der Trilogie war. Und ja, seid da auf jeden Fall gespannt. Ja. Wir kommen zu einem weiteren Highlight, und zwar ganz anderer Art, nämlich einem Psychothriller. Und ich habe ja im letzten Jahr tatsächlich die Thriller so ein bisschen vernachlässigt und hatte mir jetzt nicht unbedingt vorgenommen, dass ich dieses Jahr mehr davon lesen möchte. Aber jetzt ist schon wieder ein Thriller ein Highlight, und zwar Die gute Seele von John Maas. Das habe ich zusammengelesen mit der lieben Sibi, Claudia und Mike vom Book Friends Forever. Muss man hier über die Kanalnamen nachdenken. Ihr findet alle drei Mädels unten oder Kanäle unten in der Infobox. Wir haben auch im letzten Jahr schon The Passengers gelesen und haben dann gesagt, ja, das nächste Buch lesen wir dann auch einfach gemeinsam und schauen mal, was denn dieser Autor, der ja sonst eher so Spannungsromane geschrieben hat, so ein bisschen auch mit Science-Fiction-Touch, was er denn so im Thriller-Genre kann.
Und es ist eines seiner älteren Bücher, die es immer mal wieder sehr günstig als E-Book auch zu kaufen gibt. Da kann man also durchaus mal bei Angeboten die Augen offen halten. Ich glaube, ich habe damals 2,49 gezahlt, wenn es nicht sogar nur 1,99 war. Also es war wirklich ein Schnapper und haltet da einfach mal die Augen offen, denn es lohnt sich. Man muss, und das möchte ich direkt zu Beginn sagen, aber definitiv sagen, dass dieser John Mars nichts mit dem John Mars zu tun hat, den wir aus The Passengers oder The One kennen. Das muss man wirklich sagen, weil ich glaube, wenn man ein Buch ähnlich der beiden anderen erwartet, wird man enttäuscht sein. Man muss sich darauf einlassen, dass wir hier einen Psychothriller haben, der eben ganz anders nochmal von der Geschichte ist, der ein bisschen brutaler ist, blutiger ist, obwohl der jetzt überhaupt nicht blutrünstig, sag ich mal, ist, der einfach in eine andere Richtung geht, als es diese Spannungsromane waren mit diesem Science-Fiction-Anteil. Das möchte ich einfach vorneweg geben, weil ich habe in der einen oder anderen Rezension jetzt gelesen, dass die Leute alle darauf gewartet haben, hier den John Mars zu finden, den sie da mochten. Das ist eben ein ganz anderes Genre, das muss man einfach so ein bisschen mit beachten. Und man muss, finde ich, auch Psychothriller mögen, damit man Spaß hat natürlich mit dieser Geschichte. Kann man damit Spaß haben? Ja, ganz, ganz großen Lesespaß. Ja, ich habe auch tatsächlich eigentlich in die Rezensionen geschaut, weil ich wissen wollte, was der Klappentext verrät. Ich habe den damals nur so ganz grob mal überflogen und war tatsächlich ein bisschen überrascht, wie viel eigentlich in dem Klappentext schon verraten wird. Denn wir treffen auf Laura, die gute Seele der Telefonseelsorge ist. Sie kümmert sich da um ihre Kollegen und hat auch eine glücklich funktionierende Familie und alles läuft irgendwie gut und sie backt gerne und flickt auch irgendwie die Klamotten ihrer Kollegen und macht da eben wirklich den Eindruck einer guten Seele. Doch sie will eigentlich den Anrufern gar nicht helfen, die bei ihr anrufen. Sie will denen auch keinen Mut machen, sondern eigentlich möchte sie sie dazu begleiten, dass sie wirklich den Selbstmordgedanken ausführen und wenn möglich wäre sie da gerne auch bis zum Ende dabei. Doch wir haben hier dann auch einen zweiten Charakter. Wir haben Ryan, der eben seine schwangere Frau verloren hat und er scheint so ein bisschen auf sie zu kommen, beziehungsweise führt da auch ein bisschen die ein oder andere Spur zu Laura und ergreift zu sehr drastischen Maßnahmen, um die scheinbare Wahrheit auch ans Licht zu bringen. Und das ist natürlich wirklich nur relativ wenig, was so ein bisschen die eigentliche Geschichte angeht. Ich war aber doch überrascht, wie viel Infos eigentlich in dem Klappentext schon steckten, weil ich dann im Nachgang jetzt wirklich überrascht war und dachte, huch, da steht ja die ein oder andere überraschende Wendung tatsächlich schon im Klappentext. Das fand ich ein bisschen irritierend, aber deswegen kann ich das natürlich euch hier im Grunde auch so ein bisschen weiter detailreicher auch erzählen. Man kann sich jetzt natürlich schon vorstellen, dass wir besonders mit Laura eine super spannende Protagonistin bekommen. Wir haben hier auch immer so ein bisschen verschiedene Perspektiven, aber wir begleiten durchaus in sehr langen Phasen auch Laura und erfahren so ein bisschen, was sie vordergründig zeigt, als natürlich auch in der Ich-Perspektive, was sie wirklich denkt, warum sie wie handelt und was ihr Plan dahinter ist. Und das war grandios. Es war krank, es war irre, es war Hammer, es war einfach nur irre. Also das ist, glaube ich, ein Wort, was sehr oft auch bei uns aufgetaucht ist. Von krass über Wahnsinn, das kann doch gar nicht sein. Und ich bin total überrascht zu auch manchmal wirklich einfach nur verrückt. Und gleichzeitig dann aber auch, wie geil ist das denn? Und das ist wirklich eine Mischung, die man in einem Psychothriller erstmal hinbekommen muss. Denn wir haben hier eine Protagonistin, die einem irgendwie manchmal leid tut, über die man sich manchmal ärgert, über die man manchmal Wut entflammt, wo man manchmal nichts nachvollziehen kann. Andererseits man sich immer wieder überlegt, wie kam es so weit, wie konnte sie so werden, was steckt da dahinter? Und dann macht sich eine überraschende Wendung nach der anderen auf und ich fand es überhaupt nicht vorhersehbar. Ich fand so vieles total überraschend, aber nicht konstruiert, sondern wirklich irgendwie logisch. Und wenn man zurückgedacht hat, dachte man sich, ja, ganz klar, natürlich konnte man vielleicht auf manches hätte nicht kommen können. Wir sind es definitiv nicht. Manches ist natürlich schon so, dass sich das erst löst, wenn man die Wahrheit sozusagen weiß. Dann finde ich das auch okay. Aber es ist nicht so überspitzt, wie es ja oftmals zum Beispiel bei Fitzek der Fall ist. Das Gefühl hatte ich hier überhaupt nicht. Es ist ein Wahnsinns-Psychothriller, der wirklich mit einem spielt, alle möglichen Emotionen in einem aufruft. Und es ist
einfach großartig. Und das Meisterhafte, was er bei The Passengers und The One schon konnte, nämlich Charaktere erschaffen, Spannung erzeugen, verschiedene Perspektiven, das schafft er hier auch bei Die gute Seele. Besonders beim Perspektiven-Switch merkt man einen Wahnsinnsunterschied von der Ich-Perspektive, der sehr eingenommenen Perspektive zu einer ganz anderen, wo ich den Switch einfach großartig fand, dass man wirklich im Stil gemerkt hat, okay, hier hat er nicht nur in der Erzählweise einen Switch gemacht, sondern da ist wirklich auch ein anderer Charakter, der uns was erzählt. Und das bemängel ich ja häufig mal bei Perspektivwechseln, dass mir das zu unklar ist, beziehungsweise sich alles gleich liest, aber John Mars, der macht das hier wirklich meisterhaft, bombastisch gut. Und das ist wirklich der Hammer. Und auch dieser schnelle Perspektivwechsel, der immer mal wieder erscheint, ich finde, das macht es wahnsinnig spannend. Es ist ein Hammer-Tempo, es ist wirklich ein Page-Turner und es kommt einfach überhaupt keine Langeweile auf und man möchte immer weiterlesen. Und natürlich sehr gemein, bei einem gemeinsamen Lesen, wenn man sich das einteilt, wie oft dann doch auch mal am Ende von so einem Abschnitt ein Cliffhanger war. Ist natürlich nicht absichtlich, aber das ist schon echt gemein. Und ich musste mich dann am Ende tatsächlich zusammennehmen, nachdem ich doch mal einen Leseabschnitt zu viel gelesen habe, dann mal innezuhalten und zu sagen, so jetzt wartest du aber durchaus auch auf die anderen und dass du dann möglichst auch ohne voreingenommen und das Ende zu kennen, dann irgendwie auch auf die Kommentare und auf den Austausch reagieren kannst. Es ist sprachlich, es ist einfach der Hammer, es ist eine wahnsinnig spannende Geschichte und die unglaublich auch emotional wird und umso emotionaler sie wird, umso mehr zieht sie einen hinein und dann ist man am Ende eigentlich nur noch sprachlos und ja, also wahnsinnig viele faszinierende und auch schockierende Wendungen. Ich finde an Brutalität ist es eher so unterschwellig, so innerhalb der Zeilen nicht wirklich, dass so eine Kamera dran. Wir haben hier nicht, dass so eine Kamera drauf gehalten wird, das haben wir nur so in 1, 2, 3 Momenten. Das war auch absolut okay und ausreichend, es war definitiv schon krank genug. Aber das finde ich tatsächlich eine gute Mischung. Ich bin ja kein Freund von zu viel Blut, von zu viel Gewalt. Ich finde, das hat John Mars hier wirklich perfekt für mich gelöst. Und also, ich fand's Hammer. Also wirklich ein Highlight, Psychothriller, hat mir unfassbar gut gefallen. Und es gibt ja, glaube ich, noch 2 oder 3 andere Bücher dieser Art von ihm. Also auch der Thriller-Nachschub sozusagen kann gesorgt werden. Bei mir ist ja im Januar, glaube ich, auch einer schon eingezogen, den es ja auch relativ günstig als E-Book gab. Und im Sommer, ich glaube im August, erscheint ja dann der 3. Spannungsroman, der dann eher in die Richtung The Passengers geht und The One, ich glaube The Watchers, wenn ich mich nicht irre. Auf den freue ich mich auch. Und also ich bin wirklich ein großer, großer Fan. Der Mann, der Autor, hat mich wirklich gepackt und eine Wahnsinnsgeschichte erzählt. Sie auch ein Hammerende hatte. Also wirklich, also alle Daumen hoch, hat mir unfassbar gut gefallen. Auch sehr gut gefallen hat mir der Film der Woche. Und zwar, ja, wie im Grunde schon so ein bisschen angedeutet, haben wir Blade Runner 2047 geschaut. Wir haben ja in der letzten Woche schon den ursprünglichen Blade Runner aus den 80ern geschaut. Der zweite Teil, die Fortsetzung, ist jetzt sozusagen aus 2018. Geht knapp 2 Stunden 45, wenn ich mich jetzt irre, und hat auch eine Freigabe von 16. Und ich kann schon, also ich bin ja definitiv ein Science-Fiction-Mädchen und ich fand den Film auch großartig. Er hat mir um Längen von der Story besser gefallen, als es der erste Teil war. Da war ich ja doch ein bisschen, wo ich dachte, es hätte jetzt auch noch ein bisschen mehr passieren können. Hier muss ich wirklich sagen, es ist jetzt auch nicht immer viel passiert, aber hier waren definitiv diese ruhigeren Phasen aussagekräftiger und waren tiefgründiger und haben viel mehr zu etwas beigetragen. Und ich muss auch echt sagen, die Story hier großartig, das visuelle Bild war der Wahnsinn und ich muss auch echt sagen, der Soundtrack ist der Hammer. Und dazu gibt es auch noch einen großartigen Ryan Gosling, der mich immer mehr für sich begeistern kann. Egal welchen Film ich anschaue von ihm, ich finde die alle wirklich Bombe und ich mag auch ihn unglaublich gerne als Schauspieler. Und macht unfassbaren Spaß. Also mir hat Blade Runner 2047 super gut gefallen. Geht natürlich schon irgendwie weiter, aber hat auch manchmal so einen ähnlichen Erzählkern, aber dreht die Geschichte im Grunde nochmal in sich um und ich fand ihn großartig. Und ich habe jetzt schon gehört, es gab Leute durchaus, die eben die Vorgeschichte oder den ersten Film nicht kannten, dass man den auch als Standalone anschauen kann. Und kann ich
würde ich definitiv auch sagen, dass man nicht unbedingt das große Wissen aus dem früheren Film aus den 80ern braucht, obwohl der natürlich optisch auch schon Highlight war. Aber ja, hier wirklich großartig. Ich weiß gar nicht, hier wird ja nicht mehr... Nein, Ridley Scott, okay, hat ja definitiv auch ein bisschen mitgearbeitet. Ach, und Denis Villeneuve, ah ja, schau an. Ah ja, okay, sehr schön zu wissen. Ja, Hans Zimmer, der Soundtrack, ja, großartig, Wahnsinns Science Fiction, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ja, war definitiv ein schöner Filmeabend. Und ja, es waren soweit die Bücher, es war der Film, serientechnisch gibt es gerade nichts. Es ist eine neue Serie bei mir eingezogen, die kann ich euch vielleicht mal zeigen. Und zwar habe ich ertauscht Parrot's End. Das ist eine BBC-Serie und es heißt so schön mit das Beste, was die BBC je gemacht hat. Mit Rebecca Hall, Adelaide Clement und Benedict Cumberbatch. Und das war eigentlich ausschlaggebend. Der letzte Gentleman, ich weiß gar nicht mehr, wann das spielte. Ach ja, Beginn des Zweiten Weltkriegs, darauf habe ich extra geachtet. Es ist ein Triumph, aufregend und überwältigend zugleich. Und ich weiß gar nicht, es sind glaube ich gar nicht so viele Folgen. 6 Folgen, also 47 Minuten. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darüber gestolpert bin. Dann habe ich Benedict Cumberbatch gesehen, habe kurz reingeguckt, dachte, ah, okay, Erster Weltkrieg, das funktioniert ja gerade noch. Das hole ich mir mal. Und ja, mal sehen, wann ich damit starte. Ist auf jeden Fall was, was ich super ansprechend finde und ja, relativ mit wenig Tickets mir bei Tauschticket ertauscht habe. Und ja, ich da definitiv immer mal auch Schätzchen finde. Und ja, ich glaube, so viel mehr gibt es gar nicht zu erzählen. Alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich habe auch die Kanäle der Mädels verlinkt. Wenn ihr da einen der vieren, nein, dreien, aber es mit Maike und Anja sind es ja vier. Wenn ihr jemanden nicht kennt, ja, schaut da gerne auch mal vorbei. Lasst liebe Grüße da und ich vermute mal, dass da dann auch demnächst über die gute Seele gesprochen wird und ihr da dann auch noch die ein oder andere Meinung dazu hören werdet. Und ja, das war's jetzt. Ich danke euch nun fürs Zusehen. Ich bin natürlich sehr gespannt, was so euer letztes Highlight war. Vielleicht tatsächlich auch, in welchem Genre ihr in diesem Jahr ein bisschen mehr lesen wollt. Insofern ihr da überhaupt Pläne habt, lasst uns da gerne in den Kommentaren ein bisschen austauschen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein tolles Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.